Hier 1970 kam dann mein erstes Buch, Wartburg, wie helfe ich mir selbst, so eine dicke Reparaturanleitung. Und darauf haben sich die Wartburg-Fahrer gestürzt, denn die Wartburg-Fahrer hatten ja kaum Gelegenheit, in eine Werkstatt zu kommen. Die Kfz-Werkstätten mussten vor allem die Betriebsfahrzeuge versorgen und für privat war da wenig Platz. Und als dann so ein Buch rauskam, hier Wartburg, wie helfe ich mir selbst, also da haben die Leute zugegriffen. Und Kollegen aus Berlin sagten mir so, also Sonntag früh so in der Garagenreihe wurde gewerkelt und da lag das Buch eben auf der Motorhaube.